So, willkommen hier zurück bei Sunderit. Und ja, wir haben gerade mal ein bisschen was geändert in der Ausrüstung, dass wir jetzt die Schätze anziehen können, die in der näheren Umgebung liegen, nämlich dreimal so weit, weil wir hatten ja hier so ein paar Stellen, wo wir nicht mehr rankamen durch diese komischen Energiewasserfälle. Und jetzt sollten wir das aber schaffen, da wir uns den entsprechenden Buff angezogen haben. Dafür habe ich einen anderen weggelegt. So, ich will mal schauen. Ich glaube, die sind jetzt aber nicht mehr da, die Schätze, die wir beim letzten Mal zurückgelassen haben. Ich denke, die sind jetzt weg. Oh, da huschte einer vorbei. Und ein bisschen mehr Schaden machen wir auch noch. Nur so nebenbei. Oh, da kam noch was. Ich guck trotzdem mal. Vielleicht ist ja hier oben noch irgendwas. Oh. Gesundheit-Elixier, ja. Und hier kommen immer so kleine Kügelchen angeflogen. Ich weiß gar nicht woher, dass sich die Reichweite jetzt so massiv erhöht hat, hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Na gut. So, und wir haben einen Shortcut geöffnet. Drüben schon mal. Das ist auch sehr gut. Ah, schau mal. Da kam das Zeug her. Oh Gott, jetzt geht's hier wieder los. Uiuiuiuiui. Ich würde gerne wie Son Goku so einen, ja, weiß ich nicht, so einen Rundumschlag machen. Ich meine, das machen wir zwar mit dem Schild, aber. Oh Gott, ich ziehe mir viel zu viel ab. Ich muss mal kurz weg. So. Sonst habe ich gleich keine Energie mehr. Nee, so aufladen, weißt du, dass man sich so auflädt und dann so alles so einmal entlädt und dann alle Gegner um einen rum so, puff, verschwinden. Das wäre eine geile Waffe. So, da oben haben wir alles abgegrast. Bis auf da geht es noch weiter. Und unten ginge es auch noch weiter. Da würden wir auch zu den zwei Schreinen kommen. Ich würde vielleicht erstmal dahin, oder? Ja, ich glaube schon. Wir gehen erstmal oben weiter. Ich glaube, da kommt nämlich nicht mehr viel. Dann haben wir die eine Ecke nämlich schon erkundet. Sofern ich da jetzt überhaupt so ohne weiteres hinkomme, wenn ich hier schon wieder 10.000 Gegner kommen. Ja, warte, ich muss erstmal woanders hin hier. Nervige Gegner. Incoming. So. Da müssen wir hin, nach oben, ne? Da wollte ich gar nicht hin. So, zack. Und Respekt an Leute, die, muss ich gerade mal hier zwischendurch erzählen, da ich ja immer noch auf Twitch gerade streame, für die Leute auf YouTube, nur als Info. Ich habe Respekt vor Leuten, die wirklich 8 Stunden und länger irgendwelche Let's Plays aufnehmen. Also ich habe ja meistens so, meine Aufnahmesessions gehen meistens so 2 Stunden. Das ist dann aber auch schon wirklich lang. Und hier, ich streame ja freitags meistens so 6 Stunden. Allerdings wird es heute nicht ganz so lange oder insgesamt lange werden, weil. Moment. Ah. Ich ja ein bisschen später angefangen habe, da das Spiel am Anfang nicht wollte. Moment, ich rede gleich weiter. Ich muss mich mal kurz konzentrieren. So, ein bisschen aufräumen hier. Haben die sich ja schön ausgedacht hier, ne? Schön alles Freifläche und dann. So. So. So, das Spiel lief wie gesagt am Anfang nicht und deswegen sind es jetzt wahrscheinlich nicht ganz 6 Stunden, die ich insgesamt streame. Aber was ich sagen wollte, ne, Respekt an die Leute, die so lange aufnehmen können, weil. Ach, hier komme ich gar nicht hoch. Ach, schade. Ich merke jetzt zum Beispiel hier beim Controller, mein rechter Daumen, das ist nämlich die Sprungtaste, die wird ja sehr oft hier benutzt, wie man sieht. Der Daumen fängt langsam an weh zu tun. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass jemand wirklich 8 Stunden lang dieses Spiel hier oder irgendein anderes Spiel spielt, muss doch danach einfach nur mega im Arsch sein, oder? Also ich weiß ja nicht. Also ich könnte mir das nicht vorstellen, dauerhaft vor allem, so lange Aufnahmesessions zu machen. Kann ich mir einfach nicht vorstellen, tut mir leid. Ist wirklich nicht mein Ding. Ne, YouTube, Hobby und so weiter, alles schön und gut, aber es ist, ja. Wenn ich da höre teilweise, dass Leute da 8 Stunden lang aufnehmen. Gut, die machen das dann auch hauptberuflich. Anderer geht 8 Stunden arbeiten. Die Leute spielen 8 Stunden. Aber trotzdem. Das ist einfach unfassbar,
Was da Leute für Energie aufbringen teilweise. Ich könnte das sicherlich auch mal kurzzeitig, aber nicht dauerhaft. Das auf gar keinen Fall. So, ne? Alter, wo kommt denn der ganze Müll hierher? Warte mal. So, zack. Okay, ich muss weg. Die haben ja schon wieder den Energieschild runtergeprügelt. Muss mal kurz auf die andere Seite. Mal ein bisschen seine Anzeige im Auge behalten. Wir müssen gleich definitiv noch ein bisschen leveln gehen. Also Schild und auf jeden Fall Schaden muss dringend erhöht werden. So, zack. Okay, da ging es jetzt nicht weiter. Das heißt, wir gehen doch erstmal hier unten bei dem... Ja, bei dem Kristallraum weiter. Würde ich sagen. Hoffnung, dass jetzt nicht zu viele Gegner hier kommen. Ach, guck mal, hier geht's irgendwo... Ne, wo geht's? Ne, da geht's nicht weiter. Okay, schade. So. Und auch für die Leute auf Twitch vielleicht gerade noch mal als kleine Information. Sämtliche ja, Animationen, Hintergründe, Gegner, Bewegungen etc. sind handgezeichnet. Das ganze Spiel ist komplett mit der Hand gezeichnet. Es ist hier nichts irgendwie mit dem Computer. Ja, natürlich klar eingescannt oder später eingelesen in den Rechner. Ja, damit sich das hier so bewegen kann, aber... Die ganzen Grafiken, die ihr hier seht, sind alle handgezeichnet. Ich will nicht wissen, was das eine Arbeit gewesen ist. Das alles so zu zeichnen, dass sich das vor allem auch so anfühlt, als würde man ein, ja, vom Computer erschaffenes Spiel spielen. So, die haben mir schon wieder meine Energie runtergezogen. Ich muss mal kurz weg. Dafür ist es echt schon sehr beeindruckend. Ich meine, Cuphead und so sind ja auch handgezeichnete Spiele. Nur bei Cuphead muss man fairerweise sagen, das sind ja meistens direkte Bosskämpfe. Nicht, dass das weniger Arbeit ist, um Gottes Willen, das will ich damit nicht sagen. Aber hier sind ja wirklich ganze Welten, die man durchquert und so weiter und verschiedene Bosse und was weiß ich. Und deswegen glaube ich, war das hier noch wesentlich mehr Arbeit als jetzt bei Cuphead. Vielleicht. Ich will es jetzt nicht beschreien. Ich könnte es mir nur gut vorstellen, dass dem so war. Und Jotun, also das sind ja, das ist ja hier das Spiel ist von den Entwicklern von Jotun. Und das war ja auch schon handgezeichnet. Wobei Jotun jetzt nicht ganz so aufwendig war, glaube ich. Wenn ich mich recht erinnere. Oh, habt ihr mal ein anderes hier? Könnt ihr mal eine andere Platte auflegen? Irgendwie werden die langsam öde hier, die Gegner. Ich sollte vielleicht einfach mal weitergehen. So. Okay, auf geht's. Ach, die können hier auch rein? Ich glaube, es gibt keinen Raum, wo die nicht rein können, oder? Wahnsinn. Die können einem echt überall hin folgen. Finde ich schon krass. So, hoppada. Das Tor hatten wir geöffnet. So, hier geht's weiter. Kurz auf die Karte gucken. Aha, da unten rechts geht's auch noch weiter. Ich denke mal, da können wir wieder einen Shortcut öffnen. Schauen wir einfach mal. Ja, okay. Ja, ja. Versuch erstmal hier hochzukommen und dann können wir weiterreden. So, jawohl. Ah ja, ich lese das jetzt nicht vor. Ihr könnt euch das selber zusammenreimen, was da oben steht. Ist mir egal. Ich lese das nicht vor. Das kann doch kein Mensch übersetzen.
Wer soll denn das lesen? Ah, oh, was ist das denn da? Auge? Was? Ausblick. Ausblick. Das hatten wir bisher noch nicht. Oh Gott. Ah! Oh, großer Gott. Ach so, ich dachte, hier käme jetzt ein Boss. Okay, alles gut. So. Auf jeden Fall ist hier schlechtes Wetter. Hier regnet's. Oh, was ist das denn da? Da, dieser komische Typ mit dem Umhang gerade. Was war das? Auf jeden Fall ist der Hintergrund sau cool. Deswegen wahrscheinlich Ausblick. Weil man hier Sicht hat in die Welt hinaus. Alter, wie geil das einfach aussieht. Okay, ich darf wieder. Danke. Ah, da gibt es die Schatzbelohnung. Super, vielen Dank. Warte, ich muss da gerade nochmal hin. Das ist gerade so geil hier einfach. Boah, schaut euch das an. Das gibt ein geiles Thumbnail. Das möchte ich jetzt schon mal betonen. Saugeil einfach. Diese Mega-Statue da unten. Super. Gefällt mir richtig gut. So, wir sind aber viel zu schnell hier runtergefallen. Leider. Ich konnte nicht gucken, was es links und rechts noch gibt. Ich gehe, glaube ich, erstmal links lang, oder? Gehen wir erstmal links lang. Also sollte ich nochmal hier runterfallen, dann muss ich irgendwie links oder rechts mal kurz hinsteuern. Weil da gibt es noch jede Menge Möglichkeiten, irgendwo abzubiegen. Oh Gott. Erst hier lang. Keine Ahnung, ob ich hier richtig bin. So schön das neue Gebiet auch ist. Oh, Verschlinger. Aha. Der möchte mich wohl unter sein Mäntelchen ziehen, wa? Na, das aber unfein. Alter, die machen ganz schön Schaden. So. Was ist das für ein Geräusch? Dieses... Oh Gott. Ich glaube, das kündigt einfach nur Gegnerwellen an, oder? Oh Gott. Ja, ja. Ich muss mal eben weg. Oh, der Schild ist unten. Oh, oh. Ich werde sterben. Ich werde hier sterben. Ich weiß es genau. Ja, ich lasse mich auch mal gerade umbringen, weil das war gerade ein bisschen viel. Achte auf den Gong. Was soll das mir sagen? Soll das heißen, der Gong ist quasi ein Indikator dafür, dass Gegner kommen? Könnte das sein? Weil am Anfang war das ja dieser Alarm, der kurz losgeht. Und jetzt ist es der Gong. Naja. So. Das ist das. So, warte mal. Wir hatten doch irgendwo... Ich glaube, ich habe das nämlich eben nicht mehr gehabt. Dass ich mich aufladen kann. Wo war das denn? Hier das, ne? Nee. Verringert Munition regeneriert sich. Nein. Wo war das? Erhöht Nahkampfschaden? Nein. Erhöht ihr... Nein, wo ist denn das? Hier, mit dem Stapel. Das wollte ich nämlich haben. Genau, das. Bezwingen eines Gegners verleiht eine stapelbare Schadenserhöhung um 10% bis Maximum. So, das brauche ich jetzt mal gerade. Das ist, glaube ich, ganz gut. Und ich brauche mehr Schaden, definitiv. Wo war ich denn dran? Ich glaube, hier links irgendwo, ne? Hier, da unten. So, Energieregeneration. Und Glück können wir... Ja, komm. Wir können uns das eh nicht mehr leisten. Aber egal. So. Alles klar. Ne, das ist ganz gut mit dem aufgeladenen Schaden, weil dann haben wir ein bisschen bessere Chancen hoffentlich gegen diese Horden. Die sind schon sehr, 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 sehr zäh. So. Jetzt könnten wir uns da nochmal runterfallen lassen, wäre mein Vorschlag. Und dann mal nach rechts oder links halten. Ich würde erstmal vielleicht nach rechts steuern, da in dem Raum, da war ich noch nicht. Oder? Ja, ich guck mal. Da geht's auch noch weiter. Weil die anderen sind alle noch verschlossen.
Deswegen wäre zu überlegen, ob wir erst. Ich muss halt mal gucken, wo es da lang geht. Schauen wir mal. Bin ja schon mal froh, dass wir diesen Shortcut hier geöffnet haben. Ja, wir sind richtig. So, was heißt der Gong? Ich weiß es leider nicht. So, und das mit dem Schaden finde ich jetzt schon geil. Es wirkt nämlich. Die gehen viel schneller tot. So, wo geht's hier noch hin? Warte mal, hier geht's doch auch noch irgendwo hin. Ah. Ah, warte mal. So, schau mal. So gefällt mir das. Jetzt können wir die Sachen nämlich besser mitnehmen. Na? Oh, super mit dem Stacken. Ja. Jetzt haben wir auch bessere Chancen dagegen. Okay, so. Wo lasse ich mich jetzt hinfallen? Lass mal gerade schauen. Da sind wir jetzt. Wir müssten uns nach links fallen lassen. Hey! Okay. Oh. Das hat ja gut funktioniert. Nicht. Ach, scheiße. Warum hat das nicht geklappt? Mist. Okay. Ja, dann wird das jetzt wahrscheinlich auch nichts werden, wenn ich mich nach rechts steuern lasse. Nee, gerade so nicht. Schade. Echt schade. Ich kann anscheinend nicht weit genug springen. Noch mehr Anlauf? Ich weiß aber nicht wie. Vielleicht kommt man da auch so noch hin. Da ist auf jeden Fall ein Schrein. Ich gehe erstmal nach links. Vielleicht kommen wir von hier aus zu dem Schrein. Was ich schön fände. Oh Gott, was ist denn hier schon wieder los? Bitte was? Der hat mir gerade mit einem Schlag den kompletten Schild runtergezogen. So, was ist das da? Kann man das kaputt machen? Okay, was ist das? Macht mir das Schaden oder? Oh ja, ah, es macht mir sogar sehr viel Schaden. Ja. Ich kann es aber nicht zerstören. Oh. Mist. Ich wollte ihn eigentlich gerade abschießen, den Scheißverschlinger. Da hat er sich einfach weggebeamt. Hast du das gesehen? So. So, was sind das für komische Plattformen hier? Oh, warte mal. Ich glaube, ich habe dem. Nee, habe ich nicht. Ich dachte, ich hätte ihm Schaden gemacht, habe ich aber doch nicht. Keine Ahnung, was der macht. Irgendwas muss der ja gut sein. Oh, der Gong. Okay, was heißt der Gong? Was soll mir das sagen? Ich meine, eben kamen jetzt Tausende von Gegnern. Oh Gott. Ich glaube, das ist auch jetzt wieder der Fall, ne? Glaube ich. Ich fliege hier einfach mal gerade durch. Weil das wäre ja gemein. Boah, Alter. Das wäre ja gemein, wenn der Gong bedeuten würde, dass dann unendlich Gegner kommen. Aber es ist wieder ruhig. Nee, okay, alles klar. Also Gong heißt wohl einfach nur, ja, jetzt solltest du ein bisschen aufpassen. Es könnte gleich ungemütlich werden. Das soll das wohl heißen. Das ist ja okay. Damit kann ich ja leben. Ne? Rechts. Nee, können wir noch nicht. Scheiße. Dann. Oh. Wie kann ich die zerstören? Am besten gar nicht, ne? Ich gehe mal hier runter.
Okay, dann heißt der Gong einfach nur, da kommen jetzt 1000 Gegner. Solltest mal ein bisschen aufpassen. Ui, Vorsicht. Die Dinger sind bestimmt für irgendwas gut. Ich weiß nur noch nicht, für was. So, die nehmen wir noch mit. Ah, lange keins mehr gekriegt und weiter geht's. Oh, Wiedergeburt Rang 1. Oh, das könnte bedeuten, dass wir wieder auferstehen können, wenn wir einmal sterben. Das fände ich gut. Andererseits fand ich es immer ganz angenehm, wenn man zwischendurch auch mal wieder zum Schrein zurückgekommen ist. Dann braucht man nicht dahin laufen. Und dann wusste man, oh, hier sollte man besser noch nicht lang gehen. Aber so gesehen auch nicht schlecht. So, da oben könnten wir vielleicht zu einem Schrein. Weil da ging es nicht lang. Okay, dann gehen wir erstmal hier hoch. Da ist schon wieder so ein Ding. Diese Teile lassen gern mal einen steigen. Ja, keine Ahnung. So. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß nicht, wohin ich gehe. Oh nein, der Gong. Okay, wir sollten mal irgendwo hingehen, wo wir ein bisschen mehr Platz haben. Also am besten nicht... Doch, ja, das ist keine gute Idee. Wenn ich hier die Kanone abfeuere, passiert nämlich das. Ja. Oder so. Das geht auch. Oh, da ist ein Goldener. Der macht bestimmt extra Schaden. Ich muss mal gerade mein Schild regenerieren. So, ciao. Alter, Alter, Alter. Okay, weg, 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 weg. Ganz schnell weg. Ey, was macht mir denn hier die ganze Zeit Schaden, sag mal? Okay, ich habe gerade keine Chance, mein Schild zu regenerieren. Ich muss echt mal ein bisschen weglaufen gerade. So, jetzt kann ich euch mal kurz bekämpfen. So, jetzt den Rest. Flix, ich wollte den Goldenen treffen. Hat leider nicht geklappt. So, Heilung rein. Nur für Nummer sicher. So, der Goldene lebt, glaube ich, noch, ne? Der war hier irgendwo links. Ich guck mal kurz, wo der ist. Ah, da hinten, alles klar. Der kommt da nicht weg. Das ist schon mal sehr gut. Ich hoffe, ich muss ihn nicht töten, damit diese Welle aufhört. Oh, diese Schadensstapelung, die ist echt geil. Bin echt froh, dass ich den reingemacht habe, den Buff. So. Jetzt... Ne, der ist noch da. Okay. Na, junger Mann. Oh, verdammt. Hat leider nicht so geklappt, wie ich wollte. Ach komm. Der geht auch immer dasselbe Muster ab. Warte mal. Müsste ich den doch eigentlich... Ja. So, jetzt... Jawohl, getroffen. Oh Gott, ich machte mir ja so viel Schaden. Der hält ganz schön was aus. Sieht aus wie so ein Käfer mit seinen komischen Antennen auf dem Kopf. Na komm. Ja, hat sich ein bisschen gelohnt, den zu töten. Fand ich gut. So, was sagt... Alter, die Uhr sagt schon wieder... Ich muss die Folge beenden, verdammt. Ach Mann, ist gerade so spannend. Ah, aber ich brauche auch mal eine Pause, davon abgesehen. Und da der Gong gerade war, wird jetzt hier wahrscheinlich keine Gegnerwelle kommen. So, ich würde sagen, ich mache hier nochmal eine kleine Folgenpause und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Sundered. Bis dann.